Nintendo. Heute probieren wir mal etwas Neues. Willkommen zu einem Blind Let's Play zu Animal Crossing. Und zwar dem ersten Animal Crossing. Erschienen auf dem Nintendo GameCube. Zumindest hierzulande. Aber dazu gleich mehr. Bekanntermaßen erscheint im März 2020 Animal Crossing New Horizons für Nintendo Switch. Und da möchte ich ja auch am Start sein. Ursprünglich war geplant, es blind anzugehen, aber da wir jetzt sowieso so eine kleine Spieleflaute haben, habe ich überlegt, ist es wirklich das Beste, das neueste Animal Crossing komplett ohne Ahnung anzugehen? Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, nee, eigentlich nicht. Und wenn wir jetzt sowieso so viel Freiraum haben, etwas Neues zu spielen, dachte ich mir, wäre es doch das Beste, wenn wir einfach gemeinsam uns den Ursprung der Reihe anschauen. Und das ist er. Dieser Brunnen. Spaß. Dieses Spiel, Animal Crossing, wie gesagt, erschienen auf dem Nintendo GameCube. Allerdings zuallererst auf dem N64 und zwar am 14. April 2001. Diese Version kam aber nur in Japan heraus und schon knapp ein halbes Jahr später, am 14. Dezember 2001, kam bereits eine Update-Version mit Grafikfiltern für den GameCube heraus. Diese Version ist auch in Amerika am 15. September 2002 und bei uns am 24. September 2004 erschienen. Ist aber nicht ganz hundertprozentig diese Edition, die wir hier spielen, denn was wir hier zocken, ist eine 16:9, 60 FPS HD-Texturen-Edition. Ja, das muss sein, Freunde. Aber was ist Animal Crossing überhaupt? Nun, es ist ein Simulationsspiel, das in einer Fabelwelt stattfindet und das Ganze in Echtzeit. Es gibt keine Story, es gibt keine Gegner. Man lebt einfach sein Leben und das, wie man möchte. Klingt sehr chillig, aber auch sehr ungewohnt für mich. Und deswegen weiß ich halt nie so richtig, worauf ich mich da einlasse. Und da ich eben nicht bei dem neuesten Teil jetzt direkt auf die Schnauze fallen wollte, sozusagen, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir mit diesem Spiel hier so einen kleinen Ersteindruck bekommen. Da ich denke, dass auch viele von euch den ersten Teil, da es halt auf dem GameCube erschienen ist, nicht kennen. Also werden wir, denke ich, größtenteils dieses Spiel blind erleben. Für euch, ja, ist es doch etwas familiärer, wenn ihr Animal Crossing bereits kennt. Ihr dürft mir auch gerne helfen. Aber eben doch etwas Neues. Ich weiß gar nicht, was sich in den anderen Teilen so viel geändert hat. Aber ich denke mal, gerade in Sachen Menü und Bauen wird sich da einiges getan haben. Allein diese unterschiedlichen Titlescreen-Animationen sind so richtig schön. Gönnt euch das ruhig, während ich hier die ganzen Daten noch durchgehe. Denn es gibt so viel zu sagen zu diesen Spielen. Sie sind verdammt erfolgreich, besonders in Japan, aber mittlerweile auch bei uns. Ja, Animal Crossing Wild World für den DS ist mit weitem Abstand das meistverkaufte Spiel der Reihe, hat sich über 12 Millionen Mal verkauft, aber auch der 3DS-Teil New Leaf sollte gerade hierzulande ein Begriff sein. War ein absoluter Verkaufsschlager. Hier, der erste Teil konnte 2,27 Millionen Käufer finden, bedeutet immerhin Platz 9 der GameCube-Charts. Und auch wertungsmäßig kann man auf eine 87 zurückblicken. Das ist ein sehr guter Score. Und macht mich natürlich neugierig, was dieses Endlos-Spiel hier zu bieten hat. Ich denke, wir werden es auch nicht so lange spielen, weil dadurch, dass es der erste Teil ist, ist er vermutlich noch ein bisschen limitierter als all die anderen. Aber es wird genügen, um einen Eindruck zu bekommen, denke ich. Auch hörte ich, dass der erste Teil noch in gewissen Punkten etwas anders ist als alle anderen. Was das genau ist, das werden wir dann, denke ich, schon noch herausfinden. Aber jetzt labern wir nicht mehr rum, sondern starten das Spiel. Ich bin sehr gespannt, ob es schon im Winter startet, weil wir haben ja logischerweise auch gerade Winter. Aufgenommen wird das hier im Dezember 2019.
kurz vor Jahresende. So, und du bist KK, hallo. Ich kenne dich schon von einigen Trophies. Aus Smash Bros. Und so. Aha, du hast dich also entschlossen, in die weite Welt zu ziehen. Mit eigener Wohnung? Das pralle Leben, was? Klar, man gönnt sich ja sonst nichts. Das ist extrem cool. Wer mag schon dauernd vorgeschrieben bekommen, was man machen darf und was nicht? Du kannst tun und lassen, was du willst. Wann du willst und wo du willst. Klingt gut, warum habe ich das Spiel nicht schon viel früher gespielt? Jawohl, allein leben, frei sein, das ist einfach großartig. Alleine leben kann allerdings auch echt schlimm sein. Deep Talk beginnt, oder was? Aber wenn du ein paar echt gute Freunde hast, die hier in der Nähe wohnen, dann ist alles nur halb so wild. Echt wahr, Mann. Freunde gibt's überall. Ja. Oh, ich red wie ein Wasserfall. Mein Fehler. Nun, bist du bereit, in den Zug zu steigen und dein neues Leben zu beginnen? Wenn's keine DB ist? Nee, keine Sorge. Dann los. Oh, hätte ich fast vergessen. Du wirst Animal Crossing noch mehr genießen können. Wenn du dir noch ein paar Freunde einlädst. Wie gesagt, schwieriges Thema. Können wir über was anderes reden? Jawohl. Es wäre doch echt cool, wenn viele deiner Freunde deine Stadt besuchen würden. Mhm. Bis später. Na, Spaß beiseite. Ich glaube, es gibt so eine gewisse Konnektivität zwischen GameCube und Game Boy Advance. Und ich meine, bei der Recherche zum Spiel da auch was von gelesen zu haben. Aber bin mir nicht sicher, ob Animal Crossing sowas in der Art unterstützt. So, nachdem wir KK den Hundi getroffen haben, kommt nun Olli die Katze. Verzeihung. Hast du einen Moment Zeit? Lass mal auf die Rolex gucken. Da ist keine. Zumindest nicht rechts. Spaß. Kannst du mir helfen? Mal sehen. Ist es 12.09 Uhr am Dienstag, den 24. Dezember 2019? Das könnte hinhauen, ja. Doch. Vielen Dank, sehr nett. Du bist wirklich eine große Hilfe. Miau. Okay. Hast du was dagegen, wenn ich mich dazu setze? Wenn du sowas doch nochmal machst, ja. Dann darfst du dich setzen. Ich verspreche, ich werde weder auf dich fallen, noch auf dein Hemd sabbern. Na dann? Aber der Humor des Spiels gefällt mir schon mal gut. Nochmals danke. Es ist schön, nette Leute im Zug zu treffen. Hey, bist du ein Psycho? Was? War nur Spaß. Boah, ja, eigentlich müsste ich mit Ja antworten. Ach übrigens, wie heißt du eigentlich? Nun, mein Name ist... Lass mich erstmal die Großbuchstaben suchen. Domi! Warte, gleich haben wir's. Menü ist ein bisschen ungewohnt. Aber ich glaube, das passt so. Domi. Das ist vielleicht ein seltsamer Name. Miau, wow. Aber lass dich nicht irritieren. Wichtig ist, dass dir der Name gefällt. Domi, magst du ihn? Noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Ja, doch, schon. Kann man sich geben. Ah, tut mir leid. Sagte ich seltsam? Er ist nicht seltsam. Ein toller Name für einen Jungen, wirklich. Ernsthaft, wenn ich so einen Gegenüber im Zug hätte, ich würde mich ganz unauffällig wegsetzen. Das ist ein echt schöner Name. Miau. Ja, klar. Bin ein Mädchen, das wär's jetzt, ne? Plot-Twist des Jahrtausends. Übrigens, wenn es dir nichts ausmacht, verrätst du mir, wohin du fährst? Oh, ich glaube, jetzt kann man sein Städtchen benennen. Und zwar wirklich so, wie man möchte. Ich... nenne es jetzt einfach mal... Warte, ja, ich habe schon eine Idee. Es soll ja etwas Schönes sein. Und...
Da nehmen wir die Male. Malediven. Malediven. So. Du fährst nach Malediven? Richtig. Hey, ich kenne diesen Ort. Malediven ist eines meiner Lieblingsurlaubsziele. Oh ja, glaube ich, kann man so stehen lassen. Was hast du eigentlich in Malediven vor? Naja, recovern so. Ja, genau, ich ziehe um. Ich komme nie wieder, Leute. Tschüss. Umzug. Ich hasse Umzüge. Kisten packen, Kisten auspacken. Es nimmt einfach kein Ende. Sag, wo wirst du wohnen? Keine Ahnung, in einer Wasservilla oder so? Weiß ich nicht. Was? Du weißt noch nicht, wie du wohnen wirst? Bist du total von den Sinn? Dann müssen wir dir eine Bleibe suchen. Macht mir auch nichts aus, wenn ich einfach im Sand liege. Kein Thema. Ah, warte. Mann, bin ich doof. Ein Kumpel von mir hat einen Laden in Malediven. Den rufe ich mal an. Wird nur ein Momentchen dauern. Du wartest hier, okay? Tu dir keinen Zwang an. Wie der Schwanz baumelt. Und der andere pennt da hinten. Piep, 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 piep. Na? Hallo, Tom. Ich bin's. Wie läuft's so? Scheffelst du heftig Kohle? Ja? Ja, ich bin auch in der Gruppe. Uff, das ist hart. Haben die dir ernsthaft nur 50.000 gezahlt? Brutal! Schon eine verrückte Welt. Kann doch keiner von leben. Tja, was anderes. Ich habe hier jemanden, der nach Malediven ziehen will. Oh, ja, absolut. Aber das arme Ding hat nicht mal einen Platz zum Wohnen. Ja, schon übelster Hammer, ne? Der Name? Warum? Lautet Domi. Ja, in ein paar Minuten. Meinst du, du kannst helfen? Oh, ach, wirklich? Verstehe schon. Okay, cool. Ich werde es ausrichten. Wir sprechen uns später. Genau, vielen Dank. Bis später, Nook. Na, Kumpel. Ciao. Ich wollte nicht lauschen. Der andere Typ ist jetzt auch wach geworden. Pennt aber direkt wieder ein. Ich wünsche, ich könnte das auch. Da bin ich wieder. Hast du mich vermisst? Miau! Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Mein Kumpel Tom Nook hat Häuser zum Verkauf an der Hand. Super billig. Sie sind fertig gebaut, aber irgendwie bekommt er sie nicht vermietet. Wird wohl am Preis liegen. Also so billig ist es dann wohl doch nicht, hä? Er würde sie gerne loswerden. Deshalb ist er auch bereit, ein wenig drauf zu zahlen. Du hast doch Geld, oder? Bin mir ehrlich gesagt über die Finanzen nie ganz so sicher. Irgendwie fehlt auch der ein oder andere Steuerbrief. Weiß nicht, was da los ist. Grüße gehen raus ans Finanzamt. Könnt euch gerne noch mehr Zeit lassen, kein Thema. Aber ich denke schon, ja. Ach, dann ist ja alles in Ordnung. Mann, ein ganz neues Haus. Sowas gibt's nicht oft. Vielleicht sollte ich auch eins nehmen. Wenn du das einfach mal so machen kannst, dann... Glückwunsch! Oh, wir kommen gleich in Malediven an. Mann, ich liebe diesen Ort. Same. Tja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Wiedersehen. Dir viel Glück. Okay, das ist bis hierher schon mal echt lustig. Und wir haben tatsächlich den Weihnachtsflair. Cool. Auch wenn das so gar nicht zu den Malediven passt. Aber meine Stadt heißt ja auch Malediven und nicht Malediven. Malediven, hier Malediven. Willkommen in Malediven. Einen angenehmen Aufenthalt. Ugu, ugu. Jo, danke dir. Ich würde sagen, wir gucken uns um und suchen Tom Nook oder er findet uns. Das ist natürlich noch besser. Entschuldigung. Hey, 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 du da. Ja, du. Moino. Kennst du vielleicht rein zufällig Domi? Ja, steht im Pass. Gut, sehr gut. Deinetwegen bin ich gerade angerufen worden. Puh,
Ich bin froh, dass ich es rechtzeitig zur Ankunft deines Zugs geschafft habe. Ich muss zugeben, dass ich nicht in Topform bin. Aber ich schweife ab. Ich bin Tom Nook. Ich betreibe hier in der Stadt einen kleinen Laden. Freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Aber eine Sache will mir doch merkwürdig erscheinen, mein Kind. Wie kann man nur in eine fremde Stadt ziehen, ohne sich vorher um eine Bleibe zu kümmern? Well... Nun, das ist wohl die verrückteste Sache, die mir je untergekommen ist. Einfach verrückt. Super verrückt, was? Oh. Was haben die alle mit ihren verrückten Lachen, Alter? Außerdem, hör auf, mich auszulachen, das ist nicht nett. Entschuldigung, tut mir leid. Sowas bringt mich immer zum Lachen. Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe ein Haus für dich. Und das Beste ist, du kannst sofort einziehen. Ich glaube, es sollte deinen Ansprüchen mehr als genügen. Ich werde es dir gleich zeigen. Komm mit. Auf geht's. Das klingt ja wirklich vorzüglich. Hier ist es. Gar nicht mal so übel, was? Kann dir eins dieser Häuser nur wärmstens empfehlen. Such dir eins aus. Boah, was ein Service. Gönnung aktiv. Guck sie dir auch ruhig von innen an. Wirklich, mach nur. Sieh dich genau um. Die Türen hier haben keine Schlösser. Was? Stell dich vor eine Tür und drücke den A-Knopf, um hineinzugehen. Also ich will euch ja nichts unterstellen, ihr seid bestimmt alle ganz lieb, aber ein bisschen Privatsphäre und Sicherheit wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, hier einfach keine Schlösser an die Türen anzubringen. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Schauen wir uns die Häuser mal genauer an. Geh nur hinein. Aber bitte behalte im Hinterkopf, dass es eher, wie soll ich es ausdrücken? Lauschig. Es ist eher lauschig. Aha. Okay. Nun, ich muss zugeben, als ich hierher gereist bin, habe ich eventuell ein anderes Bild im Kopf gehabt, aber... Hey, wir haben ein Radio, das nicht funktioniert. Und ein Tagebuch, das nicht beschrieben werden kann. Ja, vielleicht gucken wir uns ein anderes Haus an, weil das ist jetzt eher nicht so meins. Und was meinst du, wie hat's dir gefallen? Du hast sicher nicht auch noch andere, ja? Oh, das hört sich nicht gut an. Nun, denn lass dir Zeit. Guck dir in Ruhe auch noch die anderen an. Wie viele gibt's hier eigentlich? Mindestens 4. Unterscheiden die sich großartig oder nur in Kleinigkeiten? Wir werden sehen. Wir gucken uns das zweite an. Aber ich glaube, man kann von all denen nicht so viel erwarten. Wirken ja auch von außen nicht wirklich groß. Aber ich denke, es liegt dann auch eher an uns, um diese Häuser zu verschönern. Aber ich finde hier den Boden zum Beispiel schon mal viel angenehmer. Drüben hatte das was Fabrikmäßiges, ja. Hier hat das zumindest was von einem alten Fachwerkhaus oder so, ja. Es ist zwar auch recht dunkel und kühl, aber der Boden ist viel natürlicher als da drüben. Gibt auch nicht so schreckliche Geräusche von sich. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das jetzt einfach mal. Ich meine, einem geschenkten Gaul schaut man ja auch nicht ins Maul. Ne? Der Typ will uns ein Haus geben und wir sortieren hier erstmal feinsäuberlich alles aus. Das geht ja auch nicht. Und was meinst du? Ja, das ist super. Komm, das nehme ich. Bist du dir also sicher? Du willst in dieses Haus einziehen? Ja, mach mal. Sehr schön. Damit ist es beschlossene Sache. Dieses Haus gehört nun dir, Domi. Heute ist sowas wie dein Glückstag, das sage ich dir.
Und noch etwas. Ich schenke dir sogar das Radio, das sich im Haus befindet. Kostenlos. Ich wär's sowieso nie im Leben auf eBay Kleinanzeigen losgeworden. Also, ich erzähle jetzt mal kurz etwas Wichtiges zu diesem Haus. Darum hör mir bitte aufmerksam zu. Okay. Wie du sicher schon bemerkt hast, enthält dieses Haus keinerlei Möbel. Nichts. Ja, sieht ziemlich kahl aus. Alles, was du so brauchst, musst du dir selbst beschaffen. Natürlich bist du zu stolz, Möbel von mir anzunehmen. Und ich hatte sowieso nicht vor, die Mietpreisbremse zu umgehen. Das sehe ich ein. Mit den Sachen, die dir gehören, kannst du tun und lassen, was du willst. Aber lass die Sachen der anderen gefälligst in Ruhe. Naja, mitnehmen kannst du sie ja sowieso nicht. Oh. Du kannst ja mal versuchen, die Möbel der anderen zu verrücken. Oh. Du kannst ruhig in die Häuser der anderen Bewohner gehen, um dir einige Anregungen für dein eigenes zu holen. Ich würde das auf alle Fälle tun. Ja, werde ich auch nötig haben, ich bin kein Designer. Oh, ja, das komische Ding dort drüben bei der Tür, das wäre dann dein persönlicher Gyroid. Kommt dich jemand besuchen und du bist gerade nicht da, wird dein Gyroid ihn freundlich begrüßen. Er ist wirklich unerlässlich. Du kannst ihm Nachrichten diktieren und dieser kleine Kerl wird sie an deine Besucher weiterleiten. Und das ist nur einer seiner Vorzüge. Du kannst ihm auch Items zur Verwahrung geben. Die kann er dann anderen Leuten geben oder sie sogar verkaufen. Klingt nützlich. Alexa, da kannst du dir dann schon eine große Scheibe von abschlagen, du. Oh, und noch etwas. Wenn du aufhören willst zu spielen, geh auf alle Fälle zu deinem Gyroid und sprich mit ihm. Denn nur so kannst du speichern, was du am entsprechenden Tag getan hast. Es wäre doch schade, wenn das verloren ginge. Wenn du aufhörst, ohne mit ihm zu reden, dann ist das so, als wäre alles, was du getan und erlebt hast, nie passiert. Ich kann mir kein grausameres Schicksal ausmalen. Also pass bitte besonders gut auf, dass du es niemals vergisst. Mich würde es sehr bestürzen, so etwas erleben zu müssen. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Erklärungen. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Hast du das alles verstanden oder möchtest du es nochmal hören? Ich hab's geschnallt, danke. Also gut. Ich bin mir sicher, dass du dich schnell an die Besonderheiten des Lebens hier gewöhnen wirst. Mach dir keine Sorgen. Nun, denn, einen Moment. Zuzüglich Maklerkurtage und Abschlussgebühren kostet dich das Haus 19.800 Sternis. Ich hab 1000. Das reicht doch als Anzahlung, oder? Ja. Gut. Das wäre dann nicht mal annähernd genug. Du besitzt nur 1000 Sternis? Du scherzt. Du bist ja wirklich knapp bei Kasse. Das finde ich irre komisch. Oh. Weißt du, was Leuten passiert, die nicht genug Geld besitzen? Ich sag's dir. Sie können sich kein Haus leisten. Weird Flex, but okay. Aber trotzdem brauchst du eine Bleibe, nicht wahr? Knifflige Situation. In der Tat, extrem knifflig. Oh, ich habe eine Lösung. Du kannst als Teilzeitkraft in meinem Laden jobben, um deine Schulden abzuarbeiten. Ja, ich denke, das ist die beste Lösung. Ausgezeichnet, dann ist ja alles klar. Das wird klappen wie am Schnürchen. Also gut, komm später in meinem Laden vorbei. Es gibt einiges zu tun. Du findest meinen Laden im Feld A1. Man kann ihn nicht verfehlen. Nun ja, die meisten verfehlen ihn nicht. Findest du ihn nicht, guck auf der Karte beim Bahnhof nach, okay? Ich gehe jetzt dorthin und warte auf dich. Also beeil dich ein bisschen, okay? Okay. Also der Typ hat uns jetzt zwar ein Haus gegeben, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, er wollte einfach nur eine billige Arbeitskraft, die er abziehen kann. Naja, wir werden das Beste draus machen, oder?
geht bei dir, Alter? Willkommen zu Hause, Dommy. Daten für Dommy werden bearbeitet. Viel Glück mit deinem neuen Teilzeitjob. Ja, dankeschön. Ich freue mich auch schon riesig. Infos, Eintrag 4. Nachrichten verfassen. Zum Schreiben einer neuen Nachricht drückst du den A-Knopf. Mit dem C-Stick blätterst du. Mit dem B-Knopf beendest du den Vorgang. Okay, ich glaube, da können wir irgendeine Nachricht für andere hinterlassen. Das lassen wir jetzt erstmal weg. Darum kümmern wir uns, denke ich, später. Ich gehe jetzt erstmal zu dieser Karte. Er hat gesagt, die gibt es beim Bahnhof. Muss die sein. Ich will nämlich wissen, wo der Laden ist. A1, sagte er, ne? Ah, das ist ja... Ist ja quasi direkt um die Ecke. Oh, aber es gibt hier noch andere Häuser. Von Claudia? Siggi? Als ob, Siggi! Grüße! Prinz, oh! Und Petunia. Sowie Doris und Helge. Ich glaube, es gibt immer 8 Bewohner pro Stadt. Müllhalde? Postamt? Okay. Die allerdings auch variieren können. Also je nach Zufriedenheit. Bleiben die in der Stadt oder ziehen auch mal weiter? Oh, was ist das? Das sind Bären, oder? Bären! Pfirsich müsste das sein. Tatsächlich, Pfirsich. Okay, mit B kann ich ihn aufheben. Keine Ahnung, was ich damit machen kann, aber... Wir sollten sie, denke ich, mal mitnehmen. Da gibt es voll viele. Da können wir die verschenken. Oder ist es ganz simpel unser Abendessen? Was ich interessant finde, ist, das Ganze ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein klassisches Zelda offensichtlich. Wir haben halt eine große Karte, die ist unterteilt in kleine Areale und sobald wir dieses Areal verlassen, scrollen wir ins nächste. Das ist ziemlich cool. So, hier ist das Postamt. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt lieber erstmal auf das konzentrieren, was wir machen sollen. Wobei, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann besuche ich gleich mal... Wer warst du noch gleich? Siggi! Hey, was soll das? Du verplepperst den ganzen Nachmittag und quatscht fremde Leute an, die Besseres zu tun haben. Aber Siggi, was ist denn los? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Mäh, mäh. Tut mir leid, manchmal bin ich einfach kratzbürstig. Mäh, mäh. Eigentlich habe ich gar nichts zu tun. Außerdem war es wohl Schicksal, dass wir uns heute getroffen haben. Ich denke, wir sollten Freunde werden. Aber das sind wir doch schon. Oder etwa nicht? Ich bin Siggi. Wir sehen uns bestimmt mal wieder. Mäh, mäh. Was ist denn Siggi gefahren? Er hat sich auch optisch verändert. Naja, vielleicht einfach nur einen schlechten Tag. Oder wenig geschlafen. Ich guck mal, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Oh. Sehr musikalisch. Sehr hochwertig auch. Das kann man sich durchaus geben. Den Feuerlöscher da drüben finde ich aber witzig. So, und das hieß, man kann die Sachen der Mitbewohner nicht verschieben. Das wäre auch besonders fies. Bei uns selber können wir das dann aber machen, ja? Warum ging dann das bei dem Radio nicht? Oh, da sind auch ein paar Schilder. Besucht das Möbelgeschäft vom rasenden Rainer. Bitte auf Sonderangebote achten. Ah ja, okay, da bekommen wir dann unsere Sachen her. Aber können wir uns wahrscheinlich auch erst leisten, wenn wir genug Sternis haben, weil das scheint ja offensichtlich die Währung dieses Spiels zu sein. Hm, dafür muss ein bisschen gearbeitet werden, denke ich. So, in den Häusern können wir auch die Kamera bewegen, um verschiedene Ansichten zu haben. Alles klar. Ist ein bisschen indianisch eingerichtet hier. Gefällt mir aber auch ganz gut. Weiß jetzt nur nicht genau, wer hier wohnt. Ich höre jemanden allerdings auch rumrennen. Ah, da unten. Das musst du sein. Claudia. Was willst du von mir? Tralala. Ich weiß, dass du mich beobachtest. Willst du etwas sagen? Ich bin ein Perf? Okay, hast recht. Aber, das war keine Absicht. Ich hab nach Bären gesucht. Nun, ich hab noch nicht so viele Freunde. Probieren wir es mal miteinander? Ich hab noch nie so schnell jemanden rumgekriegt. Ich glaube, wir verstehen uns, Claudia. Wir sind auf einer ganz besonderen Wellenlänge. Ich heiße Claudia und wer bist du? Ich bin Dommy. Okay, Dommy, das kann man sich gut merken. Schön, dich kennenzulernen. Tralalala. Das ist die beste Stadt ever! Kann ich mich irgendwie schneller bewegen? Oh ja, Tatsache. Gleich mal abspeichern. Willkommen zu Hause, Dommy. Wie kann ich behilflich sein? Speichern. Oh, man kann da auch Items ablegen. Habe ich gerade richtig gesehen.
Anfrage wird bearbeitet, bitte geh ins Haus. Achso, man muss dazu auch immer ins Haus gehen. Alles klar. Claudia! Oh! Das geht ja selbst mir ein bisschen zu schnell. Claudia, du besuchst mich daheim, nachdem wir gerade ein romantisches Gespräch hatten. Wie kann ich dir denn helfen? Bist du schon fertig? Was möchtest du als nächstes machen? Der Part ist gleich zu Ende, ja? Warte doch ein bisschen hier. Ich bin gleich zurück. Nun, ich werde wohl besser deine Stadtdaten speichern, bevor du dich wieder ins Getümmel stürzt. Ich speichere deinen Spielstand jetzt auf der Memory Card. Bitte entferne diese nicht. Und drücke nicht den Power-Schalter. Hey, ich werde nie wieder onscreen speichern, das dauert ja ewig. Ist das Absicht? Hallo? Hab Hunger. Okay, gehen wir zurück und haben ein wenig Spaß. Tralalala. Oh, ich liebe diese Stadt. Okay, aber jetzt genug des Unfugs. Wir sollten wirklich mal zu Tom Nook gehen. Anglerweisheiten. Du fängst nur, was du siehst. Der Fisch muss den Köder sehen. Regenwetter ist Anglerwetter. Oha, man kann in diesem Spiel also auch angeln. Welch tolle Idee! Angeln in Videospielen! Was Besseres gibt es doch gar nicht! So, sein Haus müsste, oder sein Laden, ich weiß nicht, ob er da auch wohnt, müsste hier sein und das stimmt auch. Ja, Nooks Laden, alles klar. Würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Das war die erste, durchaus lustige Folge, Animal Crossing. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Ihr dürft mir gerne ein paar Tipps in die Kommentare posten. Und dann sage ich, ciao und bis zum nächsten Mal.